Ja, genau die Art Mond, die ich brauche. Meistens erkennt man die Tiere dort nicht als die, die sie sind. Okay, was auch immer es ist. Man sieht es nicht. Haben wir vier? Ja. Wie versprochen, bis gleich. So, weiter geht die wilde Hetze. Wo ist La Station? Ja, da raus, danke. Es ist ja wirklich toll gemacht, aber Alter, ist das gerade so nervig. Und danach das gleiche nochmal mit Heiß. Weil wir waren. Großschiff, nee, haut ab mit eurem Großschiff. Es interessiert mich nicht, was für Großschiffe da sind. Oh. Noch zwei. Wir sind jetzt hier in Big Mac Bacon, ja. Hintmeier. Und jetzt verstehe ich auch, was die Xeno. Das hätten wir schon machen können eigentlich. Also das ist ähnlich wie bei der Expedition 7. Einfach ein wenig nervig. Nein, das wollte ich nicht. Ungesund, hypobärischer, Anomalie, ist auch nicht, Japan ist natürlich Quatsch, Scherbenplanet ist gut, also Ur-Legria, ein blauer Planet. Dort dann die Scherben. Vorletzte. Ja, hier ist keine so heiße Welt. Aber Xeno, Xeno, Xeno. Pilzplanet ist egal. Sterbenmond nehmen wir. Sehr schnell. Gleich wieder zurück. Könntest du bitte nicht am Mond vorbeifliegen, sondern drauf landen? Danke. Ich muss sagen, diese Exotenplanete sind ja auch die schönsten. Na, allein schon wegen diesem Solarpanel. Boah, toll. So. Was das? Wieder zurück. Wunderschön. Ja,
großes Schiff in der Nähe. Unsichere Flugbahn. Nein. Nein. Ich will jetzt nicht handeln. Ich will. Und das wissen wir ja auch immer, wo wir waren. Mhm. Ja. Mhm. Verkalkter Planet. Auch gut. Tizis. Ne, Quatsch. Ugufre Nafut. Siedender Planet ist auch gut. Warte mal, siedender Planet? Nee, klar, ist aber nichts. Also, Ugufre Nafut. Der letzte. Was? Aus welchen Gründen auch immer. War ich da nicht in der Mist. Mhm. Also, Hirunom Modin 1. Nicht doof. Warte mal. Jetzt habt ihr. Nochmal, warte mal. Also erstmal, wo sind wir hier? Ulik Riha. Nafut ging nicht. Hirunom auch nicht. Hm? Brauchen wir nicht? Da. Dunstiger Planet. Falsch. Falsch. Mhm.
Das Nest, da waren wir. Hätte. Aha. Sensiert Planet? Nein. Verstrahlt, gefrierend, ätzender. Euch? Nein. Bringt auch nichts. Rotierter Planet? Nein. Unwirklich? Bringt auch nichts. Planetare Anomalie? Nein. Da waren wir auch. Nuklearer Planet? Nein. Und auch, da war alles. Da. Elminga. Nein. Haben wir bitte Elmina. Natürlich nicht. Ist das so nervig? Wo ist jetzt Elminga? Giftig, gemäßigt. Isotopisch, nein. Planetare Anomalie, nein. Übersäter, also Ebinum Putur. Letzter Versuch. Da ist er. So, ich muss dahin warpen. Bin sofort wieder da. Muss die Katze beruhigen. Und wir fliegen zu dem schalenübersäten Planet, so hieß der, glaube ich. Er ist wahrscheinlich direkt... Mal gucken, was haben wir denn hier eigentlich alles? Was heißt es? Sengend heißer Planet. Da haben wir nichts entdeckt. Und der schalenübersät, das ist meiner, noch ein sengender Planet. Haben wir auch noch nichts entdeckt. Paradiesisch, arktisch. Den Schalenübersäter, den brauchen wir. Erstmal den Schalenübersäter und mit ein bisschen Glück, das war bis jetzt immer so, ist einer der beiden sengenden Planeten und auch der, den wir brauchen. Das ist der Schalenübersäte Planet. Na, dann habe ich mir die ganzen Cheats rausgesucht, also nicht Cheats, sondern Koordinaten halt, ne? Und dann, naja gut, der eine einfach nicht funktioniert, der, den ich brauche. Wie wär's, wenn der Xeno ist und Blutdruck hatte, also wenn du weißt, was ich meine. Ja, super, das war ganz schnell. So, gib mir bitte das Signal. Diverse Störungen bekommen. Ich hatte schon immer. Ah ja, genau. Diverse Störungen. So, Expedition. Und dann das da. Was ist das? Reisende Motivpläne. Jetzt sonst eine Anpassung. Ja, Klapperkatalog. Mhm.
So. Sengende Planeten. Komm jetzt, Endspurt. Bitte. Wir haben zwei sengende Planeten. Wäre doch toll, wenn einer von beiden sengend genug ist. Ja. Oh, bitte, 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 bitte. Dann haben wir das. So, komm jetzt mal. Wie ohne Blutdruck. Mhm. Katze ist auch im Weg. Das passt eigentlich auch ganz gut. Erstmal, oh, da ist was. Da ist doch einfach mal. Wo warst du da? Kann doch sein, ne? Eins. Hm. Nicht so heiß. Katze? Mhm. Warte mal. Und hier? Selten Boden immer aktiv. Das klingt doch gut. Dann suchen wir selten Boden immer aktiv. Und holen uns vorher da unten nochmal die Menge an Natrium. Die wir brauchen. Auch als würden sie da sitzen, aber egal. Ja. Halt hier oben. Ich. Die Natriumfälle sind einfach so Gold wert. Ich meine, ich weiß, dass man Natrium auch abbauen kann. Habe ich aber irgendwie nie gemacht. Zu leuchten? Nein, da leuchtet es noch. Da leuchtet es weiterhin. Jetzt haben wir ein wenig Natrium. Ach so, heißt es Blut. Weißt du, heißt es Blut? So, jetzt brauche ich kein Salz mehr. Oh. Gut. So. Hier haben wir alle. Ist das vielleicht...